Hallo Leute, hier ist Jochen Vers 21 BauTV. Ich bin hier am Hauptbahnhof und möchte für euch mal noch ganz kurz einen Blick in die Baugrube werfen auf der Durchfahrt. Hier jetzt insbesondere die Baufelder 16 und 17 und eben auch hier der Düger-Cannstatter Straße hier beim Grundwassermanagement. In natura sieht das jetzt inzwischen so aus. Wir sehen vor uns das Loch, die Baugrube, Entschuldigung, für das Unterhaupt des Düger-Cannstatter Straße. Hier im Hintergrund die ersten Meter, Quadratmeter der Sauberkeitsschicht für die Bodenplatte im Baufeld 16. Hier haben wir ja letztens schon beobachtet, wie die Armierung der Pfeiler freigelegt wurde, die wir hier jetzt so sehen. So. Dann schauen wir mal noch hier nach hinten. Neu ist jetzt diese Schalung am Oberhaupt des Dükers. Wenn man die Person, die da hinten läuft, zum Vergleich nimmt, wird das eine ganz schön mächtige Wand. Wir sehen hier ein Kanalstück, das jetzt dann hier einbetoniert wird in die Wand. Das heißt, hier wo wir jetzt drauf schauen, kommt dann nochmal das Gegenstück zu dieser Schalung. Und das ist jetzt eben die Stelle, wo der Abwasserkanal Cannstatter Straße in den Düker, in das Düker Oberhaupt quasi eintritt. Und dann kann man jetzt hier ganz gut erkennen, der Höhenunterschied, dass das Wasser dann nach unten stürzt. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht man jetzt nicht so. Da, wo das Rohr dann angeschlossen wird, die eigentliche Dükerleitung, die liegt unter dem Bagger noch. Ne? Also das ist gut und gern nochmal einen Meter mehr, der es dann noch zusätzlich in die Tiefe geht, was man jetzt hier so nicht sieht. Ansonsten hier von hier nicht ganz so gut zu erkennen, die Baufelder 17 und 18. Aushub abgeschlossen. Gründung teilweise auch schon. Jetzt gibt es allerdings hier am Düger noch etwas Neues zu sehen. Das schaue ich mir jetzt noch an. So, einmal ums Eck gegenüber vom Grundwassermanagement. Schauen wir mal in die Tiefe. Soweit der gewohnte Blick. Und neu ist, dass hier jetzt die Zuleitung zum, Entschuldigung, die Ableitung ist es ja aus dem Unterhaupt wiederum in den normalen Abwasserkanal, den Bestandskanal, begonnen wurde zu verlegen. Hier hinten vom sogenannten Feldherrnhügel, vom Schlossgarten herkommt. Was nun hier noch interessant ist, wenn man genau hinschaut, auf dem Boden dieses Muster, was hier die Armierungsstäbe bilden, und das sieht ja so aus, als ob sich hier das eine teilt, respektive da es ja das Auslaufrohr ist, wieder zwei Leitungen wieder zusammenkommen. Da es hier im Düker eine sogenannte Trockenwetterleitung gibt, die etwas
kleiner ist für die trockenen Tage und etwas größere für die Regentage, könnte es durchaus sein, dass das hier die Stelle ist, wo die Rohre zusammenlaufen. Noch ein Blick auf die andere Seite des Stegs. Hier haben wir ja schon Fundamentarbeiten beobachtet. Das Fundament ist inzwischen zu einer vollständigen Bodenplatte vergossen, so wie das zu erwarten war. Was allerdings da mal drauf kommt, das weiß ich auch nicht. Und jetzt, bevor ich auf meinen Zug muss, noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen möchte. Kommt mal mit. So, hier haben wir unseren Park, unseren Schlossgarten, wie wir ihn kennen. Im Vordergrund liegt der sogenannte Feldherrenhügel, respektive eigentlich ja eher lag, weil inzwischen ist er, naja, abgebaggert. Und hier haben wir jetzt noch ein neues Fundament geschalt. Das reicht bis hier unter den Steg, um dann hier aufzuhören. Hier scheint auch schon irgendetwas vorbereitet zu sein. Was es wird, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Was vielleicht mal noch zu erwähnen wäre, der Abwasserkanal Cannstatter Straße, in den dann die Düker Ausleitung mündet, der liegt genau hier darunter. So, das war alles, was es für heute zu sehen gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede euch, wünsche euch noch einen schönen Sonntag bzw. Samstag. Wobei das Video heute nicht mehr, sicher nicht mehr live geht. Bis dann und vergesst doch auch bitte nicht, mal die Daumen unter dem Video zu betätigen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Das hoffe ich allerdings nicht natürlich. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.